Yeah, Buddy! Was geht, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot und es ist endlich wieder Wochenende. Oh yeah! Also, ich habe mich mit dem neuen Patch, mit dem 5.1 Patch auseinandergesetzt. Der erste Patch, der sozusagen für Season 5 schon da ist. Der erste Patch im neuen Jahr. Und es gab einige Veränderungen. Rek'Sai, Skarner, Hecarim, Nautilus. Also richtig, richtig viele kleine Veränderungen, teilweise stärkere, teilweise kleinere. Letztendlich will ich besonders über meine Main Champions sprechen, also Rek'Sai, Gnar. Wen haben wir denn noch? Rek'Sai, Gnar. Bei Azir ist nicht viel passiert. Also besonders Rek'Sai. Rek'Sai, der Champion mit der allerhöchsten Winrate aller League of Legends Champions, wurde jetzt genervt. Seine Q wurde geschwächt und seine W wurde geschwächt. Also wenn ihr die Gegner abknockt, alles hat ein bisschen weniger Ratio und zusätzlich hat die Q weniger Base Damage. Ich habe Rek'Sai genau gerade gespielt, deshalb bin ich vielleicht so rot, deshalb bin ich übelst fertig. Ich habe gerade einen Rank gespielt, habe es mega gecarried, habe gesplit pushed wie ein Verrückter mit TP. Mit Ignite spiele ich ihn auf der Toplane. Ich jungle Rek'Sai nicht. Rek'Sai ist für mich ein mega, mega, mega starker Toplaner. Sustain, ein bisschen Poke. Ein Poke, der die Gegner überraschen kann. Dann habt ihr diesen Knock-Up. Ihr habt die Tunnel. Die Tunnel sind der Wahnsinn. Ihr braucht keinen Flash, deshalb spiele ich ihn ohne Flash. Ihr stellt die Tunnel in den Büschen. Ihr stellt die Tunnel auf jeden Fall von der Lane zu eurem Tower, sodass ihr direkt, wenn der Jungler kommt, direkt in den Tunnel, Bob, ihr seid weg. Ihr habt Überraschungsmoment, ihr habt Escape Move. Dieser Champion, ich liebe ihn. Der bestdesignteste Champion seit langem. Alles passt, das Kit ist perfekt, er macht mega viel Spaß und ist dazu noch mörderisch stark. Also sie, Rek'Sai ist eine sie, sie ist eine wahre Königin. Und ja, deshalb TP, deshalb Ignite. Mit Level 6, ihr seid mit TP oder mit eurer Ulti immer irgendwo unterwegs. Niemals müsst ihr von der Base zu eurer Lane laufen oder ihr könnt ganken, ihr könnt roam in der Botlane mit TP, dann wieder mit der Ulti zurück. Es ist Wahnsinn. Ich schwärme von diesem Champion und nicht ohne Grund. Wer damit spielt, mit dem Gedanken, soll ich mir Rek'Sai holen, soll ich mir nicht holen, jetzt nach dem Nerf, wie ist er? Immer noch geil. Absolut geiler Champion. Ich hoffe, sie wird nicht weiter genervt. Ich habe mega Spaß an ihr und Season 5 wird sie auf jeden Fall mein Top-Main-Champion mit Irea, mit Gnar. Azir im Zweifelsfall, weil ich ihn einfach zu selten spiele und Azir braucht ganz, ganz, ganz viel Übung, damit man ihn richtig spielt. Aber alle diese Champions sind der Wahnsinn. Und ja, ich habe mich immer noch weiter beschäftigt. Ich beschäftige mich immer weiter mit meinen Vorbereitungen für Season 5. Ich habe mir jetzt wieder eine neue Liste ausgedruckt am PC, habe mich mega vorbereitet und gerade der neue Patch. Ich finde es klasse, dass wir jetzt eigentlich noch 5 Tage Zeit haben. Am 21., 22. irgendwie um dieses Datum soll Season 5 anfangen. Dann wird Rank zurückgesetzt und ich bestätige es nochmal für die, weil ich oft gefragt werde, wie ist das dann mit dem neuen Rank wieder? Die vielleicht noch nie so einen Season Switch mitgemacht haben. 10 Spiele, also eure Platzierung, die ihr jetzt habt, wird gelöscht. Ihr habt dann zwar noch euer Hidden Elo, das heißt, es gibt schon noch sowas, dass ihr jetzt nicht direkt nur mit Bronzespielern spielt, sondern ihr habt so eine versteckte Platzierung, die aber nicht angezeigt wird, die hat aber Riot quasi in seinem System und ihr habt 10 Games, in denen ihr beweisen müsst, wo ihr platziert werdet. Riot stuft euch ein, Riot gibt euch verschiedene Gegner, auch mal sehr gute Gegner, auch mal schlechte Gegner am Anfang. Umso mehr Spiele ihr am Anfang gewinnt, umso schneller werdet ihr dann gegen bessere Spieler spielen und dann geht's los. Dann werdet ihr platziert und dann heißt es sich hocharbeiten. Ich freue mich riesig, also man merkt es, denke ich. Ich hab richtig Vorfreude auf Season 5. Nie habe ich mich so gut vorbereitet. Ich habe jetzt noch gestern Gold 1 erreicht und mein Ziel für Season 5 ist Platin. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch 20 Tage mehr Zeit hätte, würde ich sogar jetzt noch Platin 5 schaffen. Also ich bin richtig guter Dinge, ich verbessere mich die ganze Zeit und ich merke, was ganz, ganz wichtig ist, tatsächlich sich Main Champions zu suchen. Wieso ich lange Zeit nicht hochgekommen bin im Ranked, ist, weil ich immer das gespielt habe, worauf ich Bock hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich kann diesen Champion. Also habe ich einen Darius gespielt, also habe ich mal einen Hecarim gespielt,
Also habe ich mal sogar einen Garen gespielt. Und ich habe viele, viele Champions hin und her gespielt, viel probiert. Aber probiert habe ich in einer Phase, wo ich mich eigentlich hocharbeiten wollte. Und das ist der Fehler. Ihr müsst jetzt probieren. Jetzt ist die Zeit. Testet für euch diesen neuen Patch. Guckt, welche Champions für euch funktionieren, mit welchen ihr euch identifizieren könnt, mit welchen ihr auch Spaß habt. Weil League of Legends soll natürlich hauptsächlich Spaß machen. Und es ist Wahnsinn. Ich bin voller Energie. Ich habe Bock drauf. Wir gehen den Weg gemeinsam. Season 5 wird die Season der Geilo Family. Und ja, wir werden das Ding einfach stompen. Wir werden unsere Gegner in den Boden rammen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir haben uns alle verbessert. Ich sehe es ja in den Community gegen den Rest der Welt. Ich sehe es, wenn ich mit meinem Bruder Mr. Mike AP spiele. Es ist wahnsinnig. Es ist wahnsinnig, wie sich alle verbessern und wie alle hineifern, immer, immer besser zu werden. Mit Sicherheit machen auch die Pro-Streams da ihren... Also geben die auch ihr Wissen dazu, ihr Wissen, ihre Erfahrung. Und dass man sich einfach solche Streams auch mit angucken kann, das hilft enorm und es ist Wahnsinn. Und ich freue mich riesig. Und natürlich das ganze Jahr werden wir für euch da sein. Ich werde weniger Ranks aufnehmen, besonders auf dem Weg Richtung Platin, weil mir es einfach wichtig ist, mich hundertprozentig auf das Spiel konzentrieren zu können. Also für mich hat Platin, also es ist echt wichtig für mich. Ich will Platin. Platin ist für mich... Echt, es ist ja so, Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant. Das heißt, in der Mitte ist Gold. Und natürlich, also im Endeffekt, die meisten sitzen ja in Bronze 1, Silber 5. Da gab es schon mal Statistiken von Riot. Also da sitzen die meisten Spieler. Das heißt, eigentlich bewegt sich da so das größte Mittelmaß. Aber Gold, Gold ist einfach in der Mitte. Und ich will über diese Mitte hinaus. Ich will nach vorne. Und dafür habe ich mir meine Mates gesucht. Ich hoffe, auch ihr habt euch eure Mates gesucht. Denn das ist das Wichtigste. Main Champions... vernünftige Mates haben und dann auch genug Übung mit den Mates und mit den Champions, dass man sich abspricht, dass man sich auch mit der Lane koordiniert, welche Lane nehme ich. Und vergesst nicht, seid nicht nur Main einer Lane und seid auch nicht nur Main eines Champions, denn der Champion kann gebannt werden und eure Lane kann weg sein. Und von daher, ihr könnt zwar, so wie ich bin jetzt Main Toplaner, aber trotzdem kann ich auch in der Mitte, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade auch ein Xerath-Game, noch vor dem Rek'Sai-Game für euch aufgenommen, Xerath ranked, ein Biest. Ich bin kein Main-Midlaner, aber deshalb nehme ich genau Champions, die einfach für mich eine gewisse Sicherheit mitbringen. Xerath ist sicher, der kann immer poken, er kann immer aus der Entfernung farmen und er kann den Gegner natürlich ärgern und sogar wenn er zurückliegt, dann fällt er nicht ganz aus dem Spiel. Und das ist mir wichtig für Champions, die ich nicht maine. Also deshalb für die Mitte habe ich dann noch Xerath und Vel'Koz. Und ja, so, jetzt habe ich mich ein bisschen ausgepowert, ausgequatscht. Also dieses Mal spreche ich echt nur über League of Legends. Weil einfach diese Vorfreude, auch jetzt schon, wenn ich es rede, mein Herz schlägt für diese ganze Sache, für Season 5, für League of Legends. Und ich glaube, das ist auch ein mega Grund dafür, dass ich in meinen Videos einfach immer Power geben kann, dass ich immer mit diesem Lächeln, dass ich Emotionen habe. Leute, ich habe echt viele Emotionen und das ist echt nicht gespielt und ich freue mich gerade riesig. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso. Es ist endlich Wochenende, zockt ein bisschen, übt ein bisschen, lernt eure Champions, lernt sie einzuschätzen, lernt sie auch gegen verschiedene gegnerische Champions einzuschätzen. Ich bin euer Powerwort, Leute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.